Hallo liebe, ja, Dragos-Freunde, willkommen zurück zu einem, ja, Dragos-News. Zum ersten Mal Dankeschön, dass, ja, ihr noch gut mitschaut und als, ja, vor allem, ich finde es einfach toll, dass es stagniert, zwar nicht extremst nach oben geht, die Aufrufezahlen und die Likes und so, aber ja, gleich bleiben trotzdem. Ich bin zwar einer, der immer gerne ein bisschen Aufschwung hat, aber auf YouTube wird alles immer wie schwerer. Man hat immer wie weniger Zugriff auf die Suche und so Sachen. Das ist einfach, ja, für mich schwer, halt jetzt auch ein bisschen berühmter zu werden. Ich habe jetzt einmal getestet, wie es auf Twitch so geht mit dem Livestream. Und ich finde es sogar viel besser als auf YouTube. Ich kann sogar höhere Qualität einstellen, weil es einfach flüssiger geht. Und das heißt also, ich werde alles auf Twitch streamen und auf YouTube hochladen. Für die Leute, die einfach die Streams nicht live dabei sein können, für die gibt es dann nachher immer ein Video noch. Hoffentlich vergesse ich keins, weil man kann nicht so gut nachschauen, was man schon hochgeladen hat und was nicht. Aber ich denke schon. Und zum Beispiel das Let's Play von Champions of Regnum habe ich schon mal so gemacht, dass ich ja, die Videos hochgeladen habe danach und geht relativ schnell und gut. Ich weiß nicht, ob ihr es schon anschauen könnt, wenn es gerade hochgeladen wurde. Ich glaube nicht, aber es kann schon sein. Und ja, vor allem ist es einfach alles flüssiger, oder? Es geht viel besser. YouTube Gaming hat seine Macken noch und das ist, ja, einfach normal, oder? Es ist alles noch in der Beta bei YouTube Gaming. Deshalb, ja, freut euch vor allem heute auf sehr lange Streaming-Zeiten, also schaut mal vorbei. Ab 14 Uhr sicher, vielleicht schon ab 12 Uhr. Das ist jetzt in 40 Minuten für mich. Und morgen eventuell nicht so viel, aber wahrscheinlich schon 4-5 Stunden. Ich werde ja immer neben dem Livestreamen auch Let's Playen und werde die Kommentare beantworten und so weiter. Also ihr habt ja selber noch einen Ingame-Chat, ich muss den noch richtig anpassen. Ich möchte nicht so, dass das Video zu klein wird, das, ja, das eigentliche Let's Play. Da muss ich da irgendwie etwas machen, sonst müsst ihr halt einfach rechts schauen und dann halt unten schauen, wenn das Video hochgeladen ist, wurde. Ja. Dann haben wir, also Champions of Regnum ist immer noch sehr beliebt. Dankeschön dafür. Minecraft ist, ja, von ein paar Leuten sehr beliebt und für viele Leute nicht so beliebt. Ich weiß es jetzt nicht, was ich besser machen soll. Die interessieren sich wahrscheinlich einfach nicht für Minecraft, aber ich finde es trotzdem gut, dass ihr das macht und auch dabei seid. Auch wegen dem Server. Dem Server tut es sicher gut. Path of Exile ist immer noch sehr beliebt. Es werden immer noch sehr lange, die Videos sehr lange geschaut. Bei Mountain Blade Warband bin ich immer so ein bisschen, ja, die Leute schauen es nicht, weil das Spiel so alt ist und halt schlecht, ja, verpackt ist so, aber wir haben so einen Irrsinn, viel Spaß. Da müsst ihr einfach dabei sein, das ist einfach der Obershit, nein, nicht der Obershit, der Ober-Pro-Ding, also es gibt wirklich so tolle Sachen in diesem Let's Play. Und ich bin ja einer, der relativ rollenspielartig macht, oder? Also bei mir ist es sicher viel spannender als bei anderen, die nur das Spiel durchzocken, alle besiegen und fertig. Ich werde sicher noch weiter, noch lange Mountain Blade Warband machen, auch weil Bannerlords Veröffentlichungsschwierigkeiten hat mit einer Lizenz, also es kommt wahrscheinlich nicht so schnell. Ich werde sicher noch Flores Mod davor machen ein bisschen. Weiß nicht wie lange, aber ja, ich hoffe einfach, dass es gut geschaut wird.
Sonst schaut einfach bis dann den Flores Mods, das erste Let's Play davon. Und ja, dann müssen wir eben gucken, was wir dann noch alles machen. Aber ich will Mountain Blade Warband einfach Let's Playen, weil es einfach spannend ist, oder? Okay. Ja, die Portale müssen noch angepasst werden, aber das kann ich leider nicht. Richtig. Ich müsste eigentlich anders markieren wahrscheinlich. Ja, ja, vor allem macht es mir einfach viel Spaß, für euch da zu sein, für euch zu livestreamen und Videos machen. Und ja, heute kommt von Minecraft zuerst Diablo 3 wahrscheinlich, wenn es um 12 Uhr losgeht. Oder ein bisschen später. Und Path of Exile in der am Abend. Und GTA Online, genau. Hä? Dann kommt mal bitte rüber. https://www.twitch.tv/DragoBasel. Dann findet ihr mein Ding und dann könnt ihr dort einfach das Video abspielen, das gerade ich streame und oder die alten abspielen lassen oder es einfach auf YouTube nachher schauen. Hä? Jo, ich bedanke mich fürs Zuschauen, Zuhören dieses Parts von Dragos News und wir sehen uns hoffentlich auch in einer der nächsten Videos wieder. Ich bedanke mich einfach. Ich hoffe, es wird auch wieder ein bisschen besser, es scheint wieder mehr zu, aber ich bin zuversichtlich, weil, ja, ich kann ja euch nicht irgendwie sagen, ja, schaut jetzt meine Videos oder sonst irgendwas. Ich möchte einfach, dass ihr alle freiwillig alles machen könnt, was ihr wollt, bei mir auf dem Kanal und auf Twitch, gell? Dankeschön und tschüss.